Hallo liebe Rasenfreaks, was dünkt der Rasenfreak? Kurzes Video, viel Spaß! Yeah! Ja liebe Rasenfreaks, es gibt drei wichtige Düngerphasen im Jahr. Das Frühjahr, da sollte man Stickstoff betont düngen, das heißt ein Stickstoffanteil von 25 bis gerne auch 30% weniger Kalium und wenig Phosphor. Im Sommer, in der heißen Sommerphase, da macht aus meiner persönlichen Sicht ein ausgewogener Dünger Sinn. Also so gleicher Anteil von Stickstoff und Kalium, dann vielleicht auch ein bisschen mehr Phosphor. Kalium ist im Sommer gut, um die Gräser stressresistent zu machen, stressresistent oder resistent gegen Hitze zu machen. Und im Herbst eine kaliumbetonte Düngung, also viel Kalium, wenig Stickstoff, das macht die Gräser frostresistent. Damit kommen sie gut über den Winter. Das ist so eigentlich das Hauptthema. Viel Stickstoff, ausgewogen Stickstoff und Kalium. Und im Herbst viel Kalium, viel Magnesium für die Überwinterung. Dazwischen kann man natürlich auch nochmal düngen, wenn man möchte. Ich dünge so alle 6 Wochen. Ich benutze auch einen Langzeitdünger. Was man düngt, also nehmt, was ihr wollt. Ich mag bloß die Kompo-Produkte wirklich gerne. Ich werde von Kompo weder unterstützt, noch kriege ich da irgendwas. Ich muss mir das Zeug selber kaufen und das ist richtig teuer. Also Kompo ist da noch nicht an den Rasenfreak rangetreten. Im Frühjahr nehme ich Basatop Fair. Das ist ein Produkt, was ich auch meinem Nachbarn und auch ein paar Freunden schon angeboten habe. Das Zeug ist einfach wirklich super. Es lässt sich fantastisch streuen, auch mit dem Schleuderstreuer. Es powert so richtig gut. Es hat eine lange Düngerphase. Ich habe hier auch mit Basatop Fair gestreut. Ist immer noch schön, der Rasen. Als nächstes nehme ich jetzt einen Golfplatzdünger. Richtig teuer, das Zeug. Floranit Eagle Master von Kompo. Floranit Eagle Master. Ein sehr feinperliger Dünger, ich zeige euch den gleich. Der fällt halt gleich tief in die Grasnarbe rein und bleibt nicht oben auf dem Rasen liegen. Und wenn man jetzt seinen Rasenschnitt aufnimmt, dann passiert es leider, dass man auch die ganzen Düngerkörner wieder mit aufsammelt. Das will ich natürlich nicht. Ich will also einen Dünger haben, der in den Boden gleich tief reinfällt, nicht wieder vom Spindelmäher aufgesammelt wird und der auch möglichst gut durch eine erste Beregnung durch eine Bewässerung sehr schnell verschwindet und sich auflöst. Wir machen jetzt die zweite Düngung. Dann machen wir vielleicht nochmal ein Floranit Twin. Wie heißt das? Floranit Twin Permanent von Kompo. Vielleicht nochmal zum Sommer hin und dann nach dem Sommer schauen wir mal, wie der Rasen sich dann weiterentwickelt hat. Man muss wirklich kontinuierlich düngen. Der Rasendreikampf: mähen, wässern, düngen. Diese drei Dinge muss man beherrschen. Nur dann hat man einen wirklich schönen Rasen und die ganzen anderen Sachen nebenbei auch noch machen. Yeah, also wir holen jetzt den Dünger und dann ziehen wir hier durch. So Freaks, das Zeug heißt Kompo Expert, Floranit Twin Eagle Master. Hat eine Korngröße von 0,5 bis 1,4 mm. Das ist so die feinste Korngröße, die man so kriegen kann. Ich versuche immer zweimal über die ganze Fläche zu gehen, um möglichst gleichmäßig den Dünger zu streuen. Jetzt nehmen wir noch schnell die Fahne weg und den Cup raus, weil die Dünger doch ein bisschen aggressiv sind. Also nehme ich jetzt meine schöne weißen Cup hier, meine weiße Dose weg von meiner Fahne und dann geht's los. Der Basatop Fair hat 25,5,8. Der hat jetzt 19,5,10, also wir gehen, das ist jetzt tatsächlich auch nicht schlecht eigentlich. Wir haben ganz viel Stickstoff und wenig Kalium. Jetzt haben wir so ein bisschen angeglichen, ein bisschen weniger Stickstoff, ein bisschen mehr Kalium. Dann ganz im Sommer gleich Stickstoff, Kalium und dann mehr Kalium als Stickstoff. So. Zu. Floranit Master Extra. 19,5,10. Cooler Trick, da ich den ganzen Sack brauche, einfach unten aufziehen und nicht einatmen.
ich doch lieber eine Maske. Die goldene FFP2-Maske. Die habe ich schon ein bisschen länger. Ich bin so froh. Jetzt sind die so teuer. Aber Maskenseiten sind wir ja nun alle gewöhnt. Was man jetzt hier sieht ist, ich habe den relativ günstig geschossen, das war so ein Abverkauf. Wahrscheinlich ist der Dünger doch schon relativ alt. Der hat jetzt hier so relativ große Steine schon, also zusammengeklebte Düngerteile drin. Das ist natürlich nicht so witzig, gut, dafür war der doch deutlich günstiger. Und immer noch schweineteuer. Gut. Ruckzuck. Dazu ist das Gitter da, damit eben solche Brocken nicht mit reinfallen. Oh, reicht eine Maske. Oh, Maske. Dann kann man diese Brocken schön rausfiltern und dann ist das eine schöne, feine, gleichmäßige Streumasse. Also das bei frischem Dünger ist das nicht der Fall. So, los geht's. Durch im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Mann, es war nicht von der Dosierung optimal. Ich hätte auch auf 15 gehen müssen. Ich musste fast dreimal rüberfahren. Ah, also jetzt schreibe ich nächstes Mal 15 auf. Ja, das war's, Freaks. Danke fürs Zuschauen. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt hier anzieht, der Dünger. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich mähe so gerne Rasen. I wanna mow it, mow it. I wanna mow it, mow it. I wanna mow it, mow it. Yeah.